Herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja, herzlichen Dank für die nette Einleitung. Ja, mein Name ist Tim Werner, ich bin 49 Jahre alt, Familienvater und ja, meine Familie bzw. meine Kinder sind auch meine Hauptmotivation gewesen, zu sagen, wir müssen irgendwie ein bisschen was tun, um unsere Zukunft zu retten. Und bei der Recherche bin ich halt auf viele, viele Fakten gestoßen, die darauf hindeuten, dass das, was wir essen, einen riesengroßen Unterschied macht für unsere Zukunft. Und ja, diese wissenschaftlichen Fakten habe ich zusammengetragen. Für gewöhnlich habe ich so eine Standardpräsentation, die ist relativ lang und relativ komplex. Die habe ich auch schon gehalten, zum Beispiel jetzt bei der Klimakonferenz, die in Bonn stattgefunden hat im Juni, oder bei der Europäischen Weltraumagentur ESA. Aber gestern Abend habe ich mir spontan gedacht, ich mache es heute ein bisschen anders. Das ist heute also Premiere mit dieser Präsentation. Ich glaube, das Ganze wird ein bisschen leichter verdaulich. Ich hoffe, das funktioniert auch so. Die Zukunft beginnt auf dem Teller, der Einfluss der Ernährung auf unsere Lebensgrundlagen. Wenn wir von Lebensgrundlagen sprechen, dann müssen wir auf die planetaren Belastungsgrenzen schauen. Das ist ein Konzept, was entwickelt wurde vom Stockholm Resilience Center unter der Leitung von Johan Rockström. Johan Rockström ist ein Wissenschaftler, der mittlerweile die Leitung des Potsdam Instituts für Klimafolgenforschung übernommen hat. Und ja, die haben versucht mal auszurechnen, in welchen Gebieten, auf welchen Gebieten haben wir denn Probleme und auf welchen Gebieten sind wir noch im nachhaltigen Bereich. Und wenn man sich das mal anschaut, solange wir im grünen Bereich sind, das ist ein Safe Operating Space, das heißt, da können wir uns so weiter verhalten und das ist nachhaltig, also sprich, man kann das immer wieder tun, ohne den Planeten dabei zu zerstören. Wenn wir in den roten Bereich kommen, ist das nicht mehr nachhaltig. Und es gibt 9 verschiedene planetare Belastungsgrenzen, wovon 6 schon überschritten sind. Und der Klimawandel ist ja in aller Munde. Ne? Wir haben die Fridays for Future, die jetzt am Freitag auch wieder den globalen Streik machen werden. Und die sagen ja immer, hopp, 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 Kohlestopp und die bösen SUVs. Und wir müssen auch gern fossile Energien zu nutzen, beziehungsweise fossile Brennstoffe zu verbrennen, weil das Treibhausgase macht und diese Treibhausgase den Klimawandel vorantreiben. So weit, so gut. Das ist alles richtig. Aber wenn wir jetzt mal hier schauen, der Klimawandel ist hier oben eine der am wenigsten überschrittenen planetaren Belastungsgrenzen. Ich will damit nicht sagen, dass der Klimawandel halb so wild ist. Ich will nur sagen, es gibt andere Dinge, die sind viel, viel wilder. Und für gewöhnlich gehe ich diese planetaren Belastungsgrenzen eine nach der anderen durch. Heute habe ich mir mal nur eine rausgepickt, und zwar das Artensterben. Denn meiner Meinung nach ist das Artensterben die wichtigste planetare Belastungsgrenze, weil sie darüber entscheidet, ob wir in Zukunft auf diesem Planeten leben können oder nicht. Die beiden Belastungsgrenzen Klimawandel und Artensterben, also oben und oben links, sind übrigens sogenannte Kerngrenzen. Da hat das Stockholm Resilience Center gesagt, wenn eine dieser beiden oder beide planetaren Belastungsgrenzen für einen längeren Zeitraum überschritten sind, dann kann das zum Kollaps unseres Ökosystems führen und dann kann das bedeuten, dass wir hier als Menschen auf diesem Planeten nicht mehr leben können. Und ja, wie wir sehen, Treibhausgase sind nicht unser einziges Problem und vor allen Dingen nicht unser größtes. Schauen wir mal auf das Artensterben. Es wird hier genannt Biosphere Integrity, zu Deutsch Artensterben oder Verlust der Artenvielfalt. Und das Ganze ist unterteilt in einerseits die genetische Vielfalt und die funktionale Vielfalt. Die funktionale Biodiversität ist noch nicht berechnet worden, da gibt es noch keine Zahlen zu. Aber ja, der Unterschied zum Klimawandel beim Artensterben ist folgender. Beim Klimawandel haben wir eine Menge an Treibhausgasen. Wir können berechnen, wie viel Erwärmungspotenzial entfalten diese Treibhausgase und wir können sagen, über den Zeitraum X erwärmt sich der Planet um die Temperatur Y.
Das ist ein langsamer Prozess, der vorhersagbar ist. Der kann durch Computermodelle relativ genau berechnet werden. Leider sind so Computermodelle natürlich nie so komplex wie das Erdsystem selbst. Deswegen haben wir in der Vergangenheit immer wieder gemerkt, dass die Veränderungen in der Natur alle meistens viel schlimmer und viel früher passieren, als wir es in den Modellen vorherberechnen. Aber in aller Regel ist es schon so, dass die Vorhersagen der Klimaforscher relativ genau sind. Und der Unterschied ist, dass es bei den Artensterben nicht vorhersehbar ist. Das Problem ist, ich weiß nie, welche Art stirbt jetzt gerade zufällig aus, weil zufällig irgendwo was passiert. Und was hat diese Art für eine wichtige Rolle im Ökosystem Erde? Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, die Bestäuber würden aussterben, was weiß ich, weil zu viel Insektizide versprühen auf der Welt, dann würde das ja bedeuten, dass die Pflanzen nicht mehr bestäubt werden. Das würde einerseits bedeuten, wir können kaum noch was ernten. Also ohne Bestäubung können wir uns 3/4, also 75% aller Lebensmittel, die wir so konsumieren, von der Backe putzen. Die können wir dann nicht mehr haben. Ohne Bestäuber gibt es 3/4 weniger Essen. Da gibt es dann halt nur noch ein paar Gräser und Samen, die sich über den Wind bestäuben, aber ansonsten ist da nicht mehr viel zu essen da. Darüber hinaus, die ganzen Blumen und Blüten und Bäume in der Natur, wenn die nicht mehr bestäubt werden, können die sich nicht mehr fortpflanzen und es wird innerhalb kürzester Zeit da draußen ziemlich braun und grau werden, weil einfach nichts mehr wächst ohne Bestäubung. Das heißt, es könnte ein Kollaps des Ökosystems passieren, von heute auf morgen, mehr oder weniger, das dauert natürlich ein paar Jährchen, aber das sind Prozesse, die wir nicht vorhersehen können. Wenn wir uns mal das tatsächliche Artensterben anschauen, also die Hintergrundrate, das ist das normale Artensterben, was so auf diesem Planeten passiert. Das kann man aus geologischen, historischen Daten auslesen oder auszählen, indem Wissenschaftler halt gucken, was war denn in der Vergangenheit für ein Artenreichtum, was ist da weniger geworden und so weiter. Und die normale Hintergrundrate beträgt 0,1 bis 1 Art pro 1 Million Arten pro Jahr, die ausstirbt. Ja, also natürlich hatten wir im Laufe der Jahrmillionen mal mehr, mal weniger Arten auf dem Planeten, aber pro 1 Million Arten starben normalerweise 0,1 bis 1 jedes Jahr aus. Die planetare Belastungsgrenze, also das, was wir eben da in diesem grünen Bereich gesehen haben, ist definiert worden bei 1 bis 10. Das heißt, das, wo die Wissenschaftler gesagt haben, bis dahin ist es noch nachhaltig, ist schon 10-mal so hoch, also es können schon 10-mal mehr Arten aussterben als normal, und dann betrachten die das noch als nachhaltig, als Safe Operating States. Und jetzt schauen wir mal die aktuelle, also die tatsächlich real im Moment bestehende Aussterberate an. Die ist bei 100 bis 1000. Das heißt, im Moment sterben 100-mal mehr Arten aus, als die Wissenschaftler es für irgendwie nachhaltig halten. Und es sterben 1000-mal mehr Arten aus, als normal wäre, als in der Vergangenheit die normale Hintergrundrate war. Wenn wir uns jetzt nochmal dieses, dieses Bild hier anschauen, das hier ist 1 bis 10 und das soll 100 bis 1000 sein. Das ist irgendwie grafisch nicht so richtig im richtigen Verhältnis, oder? Man kriegt das sonst nicht auf die Grafik drauf. Aber ich habe es mal gestern Abend versucht, das sieht dann so aus. Ja. Hier haben wir die 1 bis 10 Arten, der grüne Bereich, und das ist 100 mal so lang. Ja, also wenn wir diese Grafik sehen, dann täuscht die uns. Das Artensterben ist so ungefähr das größte Problem, was wir haben auf dem Planeten. Aber man merkt davon nicht wirklich was, ne? Wir gucken aus dem Fenster, da draußen fliegen die Bienen und die Vögelchen und die Eichhörnchen hüpfen durch den Garten. Alles ist wunderbar, die Natur ist doch gesund. Ich sehe keine Artensterben. Das liegt an den Shifting Baselines. Das ist ein Begriff aus der Psychologie und der beschreibt, dass langsam ablaufende Prozesse, also Dinge, die sich verändern im Laufe einer Lebensspanne eines Menschen,
Die verändern sich so langsam, dass wir uns immer wieder an den neuen Status quo gewöhnen. Das Bild spricht, glaube ich, Bände. Ich denke, alle von Ihnen kennen das von früher, wenn man früher mal so aus. Das habe ich gesagt, aber das ist uns schon aufgefallen. Wenn man achtsam ist, fällt einem das auf. Weil im Großen und Ganzen hat man schon das Grundgefühl, Mensch, ist doch im Großen und Ganzen alles in Ordnung. Nur wenn man mal darüber nachdenkt, wo sind eigentlich die ganzen Insekten, die früher auf der Windschutzscheibe waren. Ja? Also tatsächlich war es ja früher so, wenn man 100 Kilometer gefahren ist, musste man 200 Kilometer, 900 Kilometer, musste man an die Tankstelle und die Scheibe freikratzen, sonst hat man nichts mehr gesehen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal diesen Scheibenkratzer benutzt habe an der Tankstelle. Höchstens mal das Schwämmchen, weil da war mal Eier. Ja. Das heißt, wir gewöhnen uns regelmäßig an das neue Normal und deswegen haben wir kein Gefühl für Dringlichkeit. Wir sehen nicht, dass das Artensterben so gravierend ist, weil wir es einfach, also weil es einfach ein zu langsamer Prozess ist, als dass wir ihn als drastisch empfinden würden. Das ist der Living Planet Report vom WWF aus dem Jahr 2022 und die haben die Bestände aller Wirbeltiere mal aufgenommen und deren Bestandsveränderung auf dieser Grafik eingetragen. Und Wirbeltiere, das sind alle Säugetiere, Vögel, Fische, Reptilien und Amphibien. Und im Zeitraum von 1970, also wenn hier 100% ist, 1970 bis 2018 sind fast 70% der Bestände runtergegangen. Das heißt nicht sofort, dass sie ausgestorben sind, aber bevor eine Tierart ausstirbt, gehen ja erstmal die Bestände runter. Bis irgendwann das letzte Männchen nicht mehr das letzte Weibchen findet und dann sterben sie aus. Oder bis irgendwann die letzte verbleibende Population durch irgendein anderes Ereignis ausgelöscht wird. Ja. Das heißt, 70% weniger Bestände, könnte man vielleicht sagen, Reichtum bestimmter Arten. Individuenzahl von Arten, genau. Ja. Die ist um 70% gesunken. Das ist eine andere Studie, das ist eine sehr bekannte Studie, die Krefelder Studie aus dem Jahr 2018. Und die haben die Biomasse von Fluginsekten gemessen, und zwar nur im Naturschutzgebiet. Und das ist die bisher am längsten laufende Studie zum Thema Biodiversität. Und zwar 27 Jahre lang gemessen, von 1990 bis 2017, sind auch 75% der Biomasse, also das ist das Gewicht, wenn ich die auf die Waage lege, ne, die haben so Fallen in Naturschutzgebieten aufgestellt, haben da Insekten reinfliegen lassen, in regelmäßigen Abständen, wurde dann gewogen, wie viele Fluginsekten haben wir denn hier gefangen. Und auch da ist die Biomasse zurückgegangen um 75%. Also dieser 70-75%-Wert, das scheint irgendwie so im Allgemeinen die Biodiversität abgenommen zu haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass das hier keine lineare Achse ist. Wir haben hier 0,5, 1, 2. Hier müsste dann 3 sein, da ist aber schön 5, da ist 10, da ist 20. Das heißt, wenn wir hier eine lineare Achse hätten, hätten wir ein grafisches Problem, aber dann wäre das sehr viel steiler. Im Moment sieht es nicht ganz so steil aus, wie es in Wirklichkeit ist. Der Internationale Weltbiodiversitätsrat oder das International Panel für Biodiversity und Ecosystem Services hat in seinem 2019er Bericht, das war auch eigentlich in allen Medien, die Prognose gegeben, dass in den nächsten Jahrzehnten, also wir sprechen da von den nächsten 10, 20, 30 Jahren, ungefähr 1 Million Arten vom Aussterben bedroht sein werden. Und wir haben auf diesem Planeten ungefähr 4 Millionen verschiedene Arten geschätzt, hat natürlich noch niemand alle entdeckt und gefunden und gezählt, aber wenn 1 Million Arten vom Aussterben bedroht sind, dann bedeutet das ein Viertel. Und wenn wir uns das jetzt mal wie so einen Kuchen vorstellen, da draußen haben wir Lebewesen in der Wildnis und ein Viertel stirbt bald aus. Ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, das ist nicht gesund fürs Ökosystem. Irgendwann, irgendwo wird jemand aussterben, der extrem wichtig ist für den Fortbestand aller anderen. Ja, weil wir haben eine Nahrungskette, alles ist miteinander verbunden, alle sind abhängig voneinander.
habe mal eine interessante Aussage gehört von einem anderen Aktivisten, der sagte, egal welches Tier auf diesem Planeten ausstirbt, es ist immer schlecht für die Welt, es sei denn, es ist der Mensch. So, aber was geht uns das an? Also, ich meine, wir haben unsere Häuser, wir haben unsere, unsere Zivilisation, Natur, naja, da kann man schön spazieren gehen, aber die Mücken nerven ja sowieso und die Wespen auch. Und dieses Artensterben, das interessiert mich das. Das Problem ist, die Artenvielfalt da draußen ist wichtig für die Resilienz der Ökosysteme. Also Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit. Je größer die Artenvielfalt in einem Ökosystem ist, desto widerstandsfähiger ist es bei Extremereignissen, wie zum Beispiel Starkregenereignissen oder Stürmen oder Dürren und so weiter. Und je weniger Lebewesen da sind, desto fragiler wird das Ganze und kann schneller kollabieren. Und Ökosysteme sind ja das, von dem wir leben. Also wir alle müssen irgendwas essen und das kommt aus der Natur. Das funktioniert nur, wenn Ökosysteme funktionieren. Wasser wird gereinigt in Ökosystemen. Da kann ich nicht alles in irgendwelchen Kläranlagen reinigen und denken, da wäre kein gutes Wasser daraus. Ne? Das heißt, die Erzeugung von Nahrung, sauberes Wasser, auch saubere Luft und die Speicherung von Kohlenstoff. Wenn Pflanzen wachsen, nehmen sie ja Kohlenstoff aus der Luft auf, scheiden Sauerstoff wieder aus und der Kohlenstoff wird eingebaut ins Holz. Und wenn Ökosysteme kollabieren, weil zum Beispiel, wie eben gesagt, die Bestäuber nicht mehr da sind und die Pflanzen dann sich nicht mehr fortpflanzen können und irgendwann alle verrotten, dann steht ja kein Wald mehr, der regelmäßig CO2 aus der Atmosphäre zieht, sondern da ist eine Wüste, die im schlimmsten Fall vorher noch das ganze CO2 abgegeben hat von den verrottenden Bäumen, die dort alle nicht überlebt haben. Das heißt, wenn Ökosysteme kollabieren, dann ist das auch für uns alle schlecht, weil wir dann auch davon abhängig sind. Jo. Schauen wir auf das nächste Bild. Matthias Glaubrecht ist Professor für Biodiversität an der Hamburger Universität für Zentrum für Naturheilkunde. Und er hat in einem Geo-Interview Folgendes gesagt: Das Artensterben zu ignorieren ist der vielleicht größte Fehler der Menschheit. Ganze, was ich gerade hier gesagt habe, nochmal zu unterstreichen. Und er hat ein schönes Bild gefunden und das möchte ich einfach mal vorlesen. Die Artenvielfalt ist eine genetische Datenbank. Stellen Sie sich die Artenvielfalt unseres Planeten als Festplatte vor, von der wir mehr und mehr Daten löschen. Anfangs gehen vielleicht nur ein paar Erinnerungen verloren, aber wir löschen auch Daten, die wir nie gesehen haben. Klammer auf, wie zum Beispiel irgendwelche Pflanzenwirkstoffe im Amazonas, ne, wenn der abgefackelt wird, da könnten wunderbare Medikamente gefunden werden, aber die haben wir noch nicht gefunden. Und wenn das wegstirbt, ist das weg, das kann dann nicht mehr gefunden werden, Klammer zu. Aber selbst ganze Programmteile werden gelöscht, von deren Funktion und Bedeutung wir keine Ahnung haben, bis der Datenverlust zu einem Systemabsturz führt. Ja, wir können uns das vorstellen, wenn wir bei unserem Computer zu Hause hier und da aus dem Betriebssystem einfach mal ein paar Dateien rauslöschen. Irgendwann gibt es einen Crash und ich kann den nicht mehr anmachen. So. Das führt dann zu seinem Systemabsturz und das Problem ist, wir haben kein Backup. Ich kann in der Erde nicht irgendwie eine CD reinschieben und sagen, mach mal ein Backup und dann läuft das wieder. Arten, die ausgestorben sind, sind ausgestorben, die kommen nicht mehr wieder. Ja. Und dieses Jahr haben kein Backup, das findet sich auch immer auf den Schildern der Fridays for Future wieder, ne? There is no planet B. Wir müssen heute dafür sorgen, dass der Planet erhalten bleibt und nicht erst nachher jammern, hätten wir mal. Weil es gibt keinen Planeten, auf den wir ausweichen können. Wollen wir die Ursache finden und etwas dagegen tun, dann müssen wir uns die Frage stellen, was ist die Hauptursache? Was ist die Hauptursache für dieses Artensterben? Ich habe es ja nur erklärt, wie schlimm es ist und dass es uns auch betrifft, aber was ist überhaupt verantwortlich dafür? Und natürlich, was kann ich denn dann daran ändern? Ja? Ich möchte ja gerne auch irgendwie helfen, dass das Ganze nicht so schlimm wird. Und da gibt es
ein wunderschönes Buch vom Verschwinden der Arten von Katrin Böning-Gese und Friederike Bauer. Und ich habe da mal ein paar Zitate rausgeschrieben. Die möchte ich einfach mal vorlesen. Die bedeutsamsten Gründe für den Artenschwund sind vor allem die veränderte Landnutzung, die Ausbeutung von Arten, der Klimawandel und die Umweltverschmutzung. Und jetzt sehen Sie, ich habe hier diese planetaren Belastungsgrenzen mal wieder reingepackt. Die Landnutzungsänderung, das ist auch eine planetare Belastungsgrenze. Und der Klimawandel, das ist auch eine planetare Belastungsgrenze. Und die Umweltverschmutzung, die ist eigentlich hier, das hier kommt hier unten später nochmal, das sind alles planetare Belastungsgrenzen, die ebenfalls auf das Artensterben wirken. Das heißt, die planetaren Belastungsgrenzen sind die beeinflussen sich sehr stark gegenseitig. Zweites Zitat, mit weitem Abstand an der Spitze steht die Nutzung von Land. Die Hauptursache hierfür ist die Landwirtschaft. Nach der Umwandlung der Landoberfläche als wichtigster Ursache für den Verlust von Biodiversität folgt an zweiter Stelle die exzessive Nutzung von Tieren und Pflanzen. Konkret verantwortlich dafür ist unser Konsum an Fleisch, Fisch und die anderen Dinge, das wird jetzt zu weit führen, deswegen habe ich das ausgelassen. Und fast gravierender als Umweltverschmutzung, wird dann auch gesagt, sind die schleichenden Prozesse mit langfristigen großflächigen Folgen. Dazu gehört die Überdüngung in der Landwirtschaft mit Stickstoff und Phosphor. Das ist jetzt hier diese planetare Belastungsgrenze, das ist Phosphor, das ist Stickstoff. Das ist die sogenannte Überdüngung, die führt zur Versauerung der Böden. Alles hängt irgendwie zusammen. Also diese planetaren Belastungsgrenzen sorgen irgendwie alle dafür, dass da draußen Arten aussterben. Noch mehr Gründe für das Artensterben. Hier sehen wir so ein Donut-Diagramm, die Ursachen für das Insektensterben. Und da sehen wir, das helle Blaue hier, das riesengroße Stück, ist intensive Landwirtschaft mit Pestiziden und Düngermitteln. Das heißt, die meisten Insekten sterben, weil wir aktiv Gift ins Land sprühen. Ja? Wenn wir über chemische Verunreinigungen nachdenken auf der Welt, dann gibt es natürlich die Chemieindustrie, die ganz, ganz gefährliche Stoffe produzieren, aber die sorgen ja weitestgehend dafür, dass diese Stoffe in der Fabrik bleiben und nicht in die Natur kommen. Natürlich gibt es hier und da Unfälle, und das war auch mit dieser Aussage gemeint, fast schlimmer als solche Chemieunfälle ist die Ausbringung von Pestiziden und Dünger, weil wir das regelmäßig tun und in großem Stil, auf großen Flächen. Die Landwirtschaft ist die einzige Industrie, die völlig öffentlich, völlig ungeniert Gift in die Umwelt pumpen darf oder das tut. Ein großer Teil der Entwaldung, das ist das hier, die 8,8%, und die Veränderung von Flüssen und Feuchtgebieten, die 6,3%, ist auch auf die Landwirtschaft zurückzuführen. Weil Landnutzungsänderung für Landwirtschaft, wir brauchen Agrarflächen. Sie alle haben sicherlich schon mal gehört, dass im Amazonas sehr viel Brandrodung stattfindet. Und in der Tat sind 90% der Brandrodungen im Amazonas zurückzuführen auf die Landwirtschaft. Und so kann man mit Fug und Recht sagen, dass die Landwirtschaft auf jeden Fall mehr als die Hälfte, also für mehr als die Hälfte des Insektensterbens verantwortlich ist. Also wir haben schon wieder die Landwirtschaft hier. Dritte Folie zum Thema Gründe für das Artensterben. Das ist ein Bericht vom Chatham House, das wurde beauftragt vom UN-Umweltprogramm, mal eine Aussage zu den Auswirkungen unseres Ernährungssystems auf die Biodiversität oder beziehungsweise auf den Artenschwund zu machen. Und in der Zusammenfassung direkt vom Anfang des Berichts findet man wunderschön die vier Punkte. Ich lese sie mal vor. Erstens, der Artenverlust beschleunigt sich weltweit. Also es ist kein Problem, was vielleicht mal zeitweise war. Es wird immer schlimmer. Zweitens, das weltweite Ernährungssystem ist der Haupttreiber dieser Entwicklung. Es gibt ja des Öfteren Menschen, die sagen, ja, aber wir haben zu viel Beton überall, ne? und zu viele Menschen und zu viele Städte. Die haben alle dann ihre Schottervorgärten. Das ist schlimm für die Artenvielfalt. Ja, Beton- und Schottergärten sind schlimm für die Artenvielfalt. Aber, das ist nur ein winziger Teil, wir kommen dann später nochmal zu, was überhaupt
von Menschen mit Beton zugekleistert wurde. Der mit Abstand größte Teil wird landwirtschaftlich genutzt. Dann haben wir als eine der größten Treibhausgasquellen treibt unser Ernährungssystem auch den Klimawandel an, was wiederum Wildtierhabitate zerstört. Also das Zuhause von Tieren in der Wildnis wird zerstört durch den Klimawandel. De facto sind natürlich die fossilen Energien die Nummer 1 für den Klimawandel, die Nummer 1 für Treibhausgasemissionen. Aber die Landwirtschaft ist auf Platz 2 mit rund 28-30% der menschengemachten Treibhausgase. Das heißt, es gibt eine Studie aus dem Jahr 2020, die hat den sehr ergreifenden Titel: Selbst wenn wir von heute auf morgen emissionsfreie Energie hätten, also keinerlei Treibhausgase mehr für Energie, wie durch ein Wunder ab morgen alles erneuerbar, dann würden die Emissionen, die Treibhausgase aus der Landwirtschaft ausreichen, um die 1,5-Grad-Grenze und sogar die 2-Grad-Grenze, die wir in Paris beim Pariser Klimaschutzabkommen als maximale Obergrenze verhandelt haben, überschritten. Und diese 1,5-Grad-Grenze, muss man mal ganz ehrlich sagen, das ist keine wissenschaftliche Grenze, wo die Wissenschaftler gesagt haben, so bei 1,5 Grad ist noch alles okay und darüber wird es schlimm. Das ist eine politische Grenze. Das heißt, die ist ausgehandelt worden von den Delegierten auf der Klimakonferenz, die natürlich alle irgendwie verhindern wollen, dass ihre Profite schwimmen gehen, weil sie jetzt keine Treibhausgase mehr produzieren dürfen. Also für die Natur ist schon weniger als 1,5 Grad katastrophal. Aber sei es drum, wir kommen auch über die 1,5 Grad mit allein den Emissionen aus der Landwirtschaft. Ohne Agrarwende wird sich das Artensterben noch weiter beschleunigen. Also wenn wir weiterhin so Lebensmittel produzieren, wie wir es heute weltweit machen, wird das Artensterben sich weiter beschleunigen. Es wird also ein viel, viel größerer Faktor werden. Und dieser rote Balken wird ins Unermessliche gehen, bis es irgendwann mal einen Crash gibt und wir uns fragen, wie können wir denn jetzt noch hier überleben. So, und der letzte Satz ist sehr erschreckend. Ich finde, der ist ganz nett formuliert, wenn man den mal so das erste Mal liest. Die weitere Zerstörung von Ökosystemen und Wildtierhabitaten wird unsere Fähigkeit bedrohen, menschliche Populationen aufrechtzuerhalten. Was passiert denn, wenn wir nicht mehr fähig sind, menschliche Populationen aufrechtzuerhalten? Man könnte auch das Wort Aussterben da einsetzen. Ne? Also, wenn wir weiterhin Ökosysteme und Wildtierhabitate zerstören, werden wir selbst aussterben. Das ist die Aussage dieses Berichts. Und da ist nochmal die planetare Belastungsgrenze für den Klimawandel, dann auch der hier verantwortlich ist für das Artensterben. Deswegen habe ich den nochmal damit dabei gepackt. So, ein weiteres Buch, Dave Brunson's Silent Earth, ist 40 Jahre nach Silent Spring rausgekommen, das Buch. Silent Spring war damals ein Bestseller und da ging es schon damals vor 40 Jahren um das Aussterben der Singvögel, deswegen Silent Spring, der stille Frühling. Und Silent Earth, die stille Erde, geht jetzt halt noch einen Schritt weiter, weil 40 Jahre Studien, die in der Zwischenzeit Daten gesammelt haben, zeigen halt, es ist noch viel schlimmer als damals angenommen. Dave Goulson ist übrigens auch ein Wissenschaftler, der Teil dieses Weltbiodiversitätsrates ist. Und da habe ich auch ein paar Zitate rausgeschrieben. Sehr erschreckend. Das erste: Rinderfarmer in Brasilien sind verantwortlich für 80% der Brandrodungen im Amazonas, wodurch sie 340 Millionen Tonnen CO2 jährlich emittieren. Nur dadurch, dass die Bäume anzünden, ja? Also noch nicht durch die Rinderhaltung und alles, was danach kommt, sondern allein durch das Abfackeln des Amazonas werden 340 Millionen Tonnen CO2 in die Luft geblasen. Hinzu kommt natürlich 240 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente in Form von Methanemissionen der Rinder. Das heißt, wenn die dann auf dem abgebrannten Land ihre Rinder hinstellen und die beim Wiederkäuungsprozess Methan produzieren, und das Ausrülpsen, dann kommt das hinzu.
Beim letzten Bericht des Weltklimarates bei der Klimakonferenz wurde zum Beispiel gesagt, die Reduktion von Methanemissionen ist die beste, mit Abstand die beste Möglichkeit, um kurzfristig die Erhitzung zu stoppen, weil CO2 bleibt über 1000 Jahre in der Atmosphäre. Das kriege ich nur raus, indem ich es aus der Atmosphäre wieder rauskriege, durch Pflanzenwachstum oder durch irgendwelche technischen Anlagen, die aber ja noch gebaut werden müssten. Das heißt, die Reduktion von Rinderbeständen wäre eigentlich unsere beste Klimaschutzmaßnahme. Nur in den Medien habe ich davon leider noch nichts gehört. So, was beim ersten Zitat auch noch nicht drin ist, sind die Carbon Opportunity Costs, also die Gelegenheit, Kohlenstoff zu binden. Denn wenn ich diesen Regenwald nicht verbrannt hätte, würde der weiter wachsen und weiter Kohlenstoff aus der Atmosphäre holen. Auch das kann der nicht mehr, wenn da Rinder stehen. Ja, also das kommt noch obendrauf auf diese Emissionen, die fehlende Bindung von CO2. So. Wir reden noch einen Punkt. Ja. Der Boden ist nur 5 Jahre in Brasilien benutzbar. Korrekt. Und dann ist es vorbei. Korrekt. Ja, dann müssen alle 5 Jahre wieder vorne anfangen. Ja. Ja. Tatsächlich sind die Böden in der Amazonasregion mit die ärmsten Böden auf der Welt, weil die Nährstoffe im Regenwald stecken, in den Pflanzen. Da sprießt ja alles, da ist alles drin. So, wenn es verbrannt wird, fallen die Nährstoffe in Form von Asche auf den Boden. Da wird dann intensiv, werden da Futtermittel angebaut oder Weideland angelegt. Und tatsächlich innerhalb von wenigen Jahren ist der Boden da so ausgemergelt und gleichzeitig mit Glyphosat und allem möglichen anderen Scheiß vergiftet, dass das nicht mehr nutzbar ist. Das ist verbrannte Erde. Da wächst nichts anderes mehr. Also da ist es dann auch schwer für den Regenwald an der Stelle zurückzukommen. Und dann wird wieder die nächste Parzelle abgebrannt, um wieder neues Land zu produzieren. Global gesehen trägt Rindfleisch nur zu 2% der konsumierten Kalorien bei. Ja, die wenigsten Menschen essen überhaupt Rindfleisch, weil es einfach ein Luxusgut ist. Nur wir in den westlichen Industrienationen können uns das leisten, aber Rindfleisch liefert tatsächlich nur 2% der weltweit verzehrten Kalorien. Belegt aber 60% der weltweiten Agrarflächen. 60% dessen, wo Landwirtschaft drauf gemacht wird, wird gemacht, nur um Rinder durchzufüttern. Ich glaube, das ist ziemlich verschwenderisch. Das ganze System leistet einen so winzigen Beitrag zur Welternährung, während es gewaltige negative Auswirkungen auf Klima und Artenvielfalt hat. Und mit einer Ernährungswende hin zu hauptsächlich pflanzlicher Nahrung könnten wir die Agrarflächen immens reduzieren und der Natur viel mehr Raum geben. De facto ist es so, wenn alle 8 Milliarden Menschen sich ab morgen rein pflanzlich ernähren würden, könnten wir 75% aller Agrarflächen, die wir heute nutzen, um Nahrungsmittel zu produzieren, an die Natur zurückgeben. Bräuchten wir nicht mehr. Wir würden mit 25% der Agrarflächen satt. Und zwar alle, auch die 800 Millionen, die heute Hunger haben. Nichts abkriegen. Die sind da schon mit reingerechnet. Ja. Das ist übrigens diese 31 Millionen Quadratkilometer, das kann man sich vielleicht bildlich vorstellen, das ist so viel wie der gesamte afrikanische Kontinent. Und wenn wir uns vorstellen, wir würden eine Fläche so groß wie Afrika an die Natur zurückgeben, wo Urwälder wieder wachsen könnten, wo Wildtiere wieder ein Zuhause finden würden und die beim Wachsen das CO2 aus der Luft ziehen würden, ich glaube, dann sähe es um unseren Planeten nicht so schlimm. Eine rosigere Zukunft vor uns. So, nochmal auf diesen Landverbrauch zu sprechen zu kommen. Ich gehe das mal eben durch. Hier oben, die oberste Linie, das ist die gesamte Erdoberfläche. Und wir sehen, 71% davon ist Salzwasser, Ozeane, da können wir keine Landwirtschaft betreiben. Also schauen wir uns mal nur die Landfläche an. Von der Landfläche haben wir hier Gletscher und Wüsten, kann ich auch nichts mit anfangen, kann der Mensch nicht bestehen in diesen Gegenden. Aber 71% der Landflächen sind für den Menschen nutzbar. Und von diesen 71% der nutzbaren Landfläche werden 50% für die Landwirtschaft genutzt.
Das sind hauptsächlich Futtermittelweiden, also Futtermittelplantagen, Weideland und so ein bisschen Obst- und Gemüseanbau. Wir sehen jetzt hier 77%, und das ist eine Zahl von der UN, von der Welternährungsorganisation. Eine andere Studie geht sogar von 82% aus, das sind 5% mehr, also ist mehr oder weniger richtig hier. 77% der landwirtschaftlichen Fläche wird benutzt, um Tierprodukte herzustellen. Und nur 23%, respektive 18%, wenn man der anderen Studie folgt, werden genutzt, um Lebensmittel, pflanzliche Lebensmittel für den direkten menschlichen Verzehr zu produzieren. So, diese Tierprodukte, die liefern aber nur 18% der weltweit verzehrten Kalorien, beziehungsweise 37% des weltweit verzehrten Proteins. So, das heißt, mit so einer riesigen Fläche machen wir so wenig Menschen satt. Ich finde, das ist völliger Irrsinn, so ineffizient mit unseren Ressourcen umzugehen, gerade auf einem Planeten, der ja gerade darunter leidet, dass wir in unsere Verhältnisse leben. Wir sehen hier, das ist auch nochmal die planetare Belastungsgrenze, Grenze Landnutzungsänderung. Und ich hatte eben von den Schottergärten, von den betonierten Gebieten gesprochen. Die sind hier. 1% der nutzbaren Landfläche ist betoniert mit Städten zu und mit irgendwelchen Schotterfolgen. Da haben wir mal 1% Süßwasser, also Flüsse und Seen und so weiter. Der Rest ist Wald und Buschland. Und diese Wälder sind jetzt auch keine Urwälder mehr. Das ist auch viel Wirtschaftswald, der halt nicht wirklich alt ist und von Städten voll entnommen wird. Das heißt, eigentlich könnte man diese Fläche, die wir da benutzen und ausnutzen, sogar noch ein bisschen größer einzeichnen. Aber wir sehen, die Landwirtschaft ist wirklich die Hauptursache für die Landnutzungsänderung. Mit weitem Abstand, vor allem anderen. So, im Jahr 2017, da waren diese planetaren Belastungsgrenzen noch nicht alle quantifiziert. Sie sehen hier die Novel Entities, die sind auf der neuen Grafik schon drauf. Hier ist es auch anders quantifiziert mittlerweile. Aber die anderen Belastungsgrenzen waren vorher schon ausgerechnet. Und da hat jemand mal geschaut, für wie viel dieser Überschreitung der Belastungsgrenzen ist denn die Landwirtschaft verantwortlich? Und das stellen diese schwarzen Punkte dar. Wir sehen also, die Landwirtschaft ist die Hauptursache bis dahin für das Artensterben. Es ist auch die Hauptursache für die Landnutzungsänderung, die Hauptursache für den Wasserverbrauch, die Hauptursache für die Übersauerung und Überdüngung der Böden mit Phosphor und Nitrat. Es ist auch die Hauptursache für die Novel Entities. Novel Entities sind quasi chemische, giftige Substanzen. Ich habe es eben schon gesagt, die Landwirtschaft ist die einzige Industrie, die Gift in die Natur sprüht, während alle anderen versuchen, das schön in der Fabrikhalle zu halten. Ja? Und wir sehen, der Klimawandel, da ist die Landwirtschaft nur Platz 2. Das ist tatsächlich von da bis da, sind es die fossilen Energien. Aber wir müssen ja alle planetaren Belastungsgrenzen runterkriegen, wenn wir in Zukunft auf diesem Planeten leben wollen. Das heißt, wenn wir uns nur auf Treibhausgase aus fossilen Energien konzentrieren, und da ist ja der Fokus der Medien drauf, da ist der Fokus der Klimaschutzbewegung drauf, alles andere, ich weiß nicht, wer hat davon schon gehört, dass wir planetare Belastungsgrenzen haben, die viel, viel riskanter sind als der Klimawandel. Eine Person. Ja? Das heißt, das wird nicht vernünftig kommuniziert. Unser Leben hängt am seidenen Faden und wir reden nur darüber, dass wir mal Treibhausgase reduzieren müssen und dann ist alles cool. Also hopp, 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 Kohlestopp reicht bei weitem nicht. Wir müssen auch über die Landwirtschaft sprechen. So, die Frage bleibt aber, wenn die Landwirtschaft schuld ist, was sollen wir dann noch essen? Ja? Wir können ja jetzt nicht die Landwirtschaft abschaffen und alle nichts mehr essen. Ja? Wäre keine Lösung, glaube ich. Wenn wir das mal vergleichen mit dem Mobilitätssektor, mit dem Transport. Wir wissen alle, wenn ich von A nach B möchte und in den SUV steige, dann ist das ziemlich ineffizient und nicht so klimafreundlich. Wenn ich das Fahrrad nehme, dann ist das super. Ja? Das ist jetzt mal so auf Treibhausgase der verschiedenen Verkehrsmittel berechnet. Und wenn ich das Ganze weiterspinne,
und mich mal frage, welche Lebensmittel kann ich denn konsumieren? Ja, also nicht welches Verkehrsmittel nehme ich heute, um von A nach B zu kommen, sondern welches Lebensmittel nehme ich heute, um satt zu werden? Da sehen wir die Auswirkungen pro 1 Kilogramm Lebensmittel. Da haben wir in der Liste die verschiedenen Lebensmittel und ich habe alle Tierprodukte rot markiert und alle pflanzlichen Lebensmittel grün markiert. Und oben links haben wir den Wasserverbrauch pro Kilogramm Lebensmittel. Und wir sehen, die Tierprodukte sind im Allgemeinen ganz weit oben mit dabei. Rechts oben Boden- und Gewässerversauerung pro Kilogramm Lebensmittel, nennt sich auch Eutrophierung, führt unter anderem zu Todeszonen in den Meeren und so weiter, das ist auch wieder Artensterben-Ding. Die Tierprodukte ganz oben mit dabei. Landverbrauch, wie viel Land pro Kilogramm Lebensmittel muss ich verwenden oder verschwenden? Tierprodukte ganz weit oben mit dabei. Und Treibhausgasemissionen, Tierprodukte ganz weit oben mit dabei. Wir sehen leider, dass es auch pflanzliche Produkte gibt, die nicht so sexy sind, zum Beispiel die Treibhausgasemissionen. Die beiden Grünen hier, sollte man auch meiden. Wer hat eine Ahnung, was das sein könnte? Avocado? Nee. Weiß. Kaffee. Richtig. Kaffee und Schokolade sind die beiden. Ja, weil dafür auch viel Natur zerstört wird, wo dann Kaffeeplantagen und Kakao angebaut werden. Hier haben wir auch wieder beim Landverbrauch die Schokolade und den Kaffee. Da oben beim Wasserverbrauch, das ist Reis und ganz oben Nüsse, da müssen wir auch viel Wasser. Da haben wir auch den Reis bei den Eutrophierung, also bei der Bodenverunreinigung. Aber im Großen, im Großen und Ganzen kann man sagen, also wenn man jetzt nicht Kaffee und Schokolade als Grundnahrungsmittel ansieht, die Grundnahrungsmittel sind alle hier unten. Ne? Getreide, Gemüse, Hülsenfrüchte und so weiter. Also alles, was wir brauchen, um uns gesund satt zu kriegen. Ist da also auch Palmöl auch? Palmöl ist da nicht dabei. Das ist nur eine kleine Auswahl von verschiedenen Lebensmitteln, um das mal so exemplarisch darzustellen. So, wir sehen also, im Großen und Ganzen könnte man sagen, die Ernährung mit Tierprodukten hat einen größeren Fußabdruck, die Ernährung mit pflanzlichen Produkten hat einen kleineren Fußabdruck auf die verschiedenen planetaren Belastungsgrenzen, nicht nur Treibhausgase. So, und wenn ich das jetzt mal gegenüberstelle, also Tiere als Beispiel, ich mag lieber lebende Tiere als tote Tiere, deswegen habe ich hier lebende Tiere genommen, aber es ist natürlich hier das Schweineschnitzel, ne, also das tote Tier, das Fleisch, hier das Huhn stellvertretend für Eier oder zum Beispiel Milch oder so weiter, Tierprodukte, Pflanzenkost. Also das kann man so grob, das ist jetzt keine maßstabsgetreue Darstellung, sondern nur den Vergleich darstellen. Wenn ich satt werden will, kann ich das auch mit Pflanzenkost. Und wenn ich von A nach B will, kann ich das auch mit dem Fahrrad. Der Unterschied ist, wenn ich mit dem SUV fahre, muss ich mich nicht anstrengen, ich habe es schön warm, ich habe mein Radio laufen oder ich habe die Klimaanlage an. Und ich bin schnell da. Wenn ich mit dem Bus fahre, dann muss ich auf den Bus warten und vielleicht muss ich umsteigen, ein bisschen komplizierter. Und wenn ich mit dem Fahrrad fahre, muss ich durch Wind und Wetter und muss mich anstrengen. Was anderes zu essen bedeutet im Supermarkt nicht hier zu greifen, sondern da zu greifen. Das bedeutet auf dem, in der Küche, ich lege nicht das in die Pfanne, sondern das andere in die Pfanne. Und auf dem Teller bedeutet es, es schmeckt nicht so, sondern so. Also der Unterschied zwischen den verschiedenen Lebensmitteln ist viel, viel kleiner vom Aufwand, vom, ich sag mal, Luxusverlust, als jetzt zum Beispiel, wenn ich ein nachhaltigeres Transportmittel wählen möchte. Aber wir haben eben da so riesengroße rote Balken gesehen, die sind voll Ausschlag. Ja, es ist immer oben dasselbe. Sie können es von da hinten nicht sehen, weil der Beamer das nicht so scharf macht. Deswegen habe ich das jetzt mal so reingepackt. Das ist Vollgas. Ja, also wenn ich mit dem Privatjet fliege, ist so ungefähr vergleichbar. Das ist so das unnachhaltigste Transportmittel, was ich haben kann. Rindfleisch ist das unnachhaltigste Lebensmittel, was ich haben kann. Ja, das heißt, wenn man sich nachhaltiger ernähren möchte, kann man versuchen, da in der Reihe runterzuklettern. Ich persönlich sehe da noch den ethischen Faktor. Wenn ich jetzt
anstatt einer ganzen Kuh ganz, ganz viele Hühner esse, dann müssen da mehr Tiere für sterben. Also am besten ist es schon, wenn man tatsächlich auf die Pflanzenkost geht. Spricht ja auch nichts dagegen. Ist ja auch eigentlich das Gesündeste, was wir machen können. Ne? Wenn wir krank zum Arzt gehen, sagt er immer, ess mal mehr Obst und Gemüse. Kein Arzt sagt, ess mal mehr Rindfleisch. Rindfleisch schon. Ja, da kann man auch Brokkoli essen. Ja. Oder Spinat oder Grünkohl. So, es reicht nicht, wenn wir alle einfach nur ein bisschen was anderes essen und auf Pflanzenkost setzen, sondern wir brauchen systemische, politische Veränderungen. Wir brauchen eine Agrarwende. Und diese Agrarwende, die kann ich nicht alleine in Gang setzen, nur weil ich im Supermarkt mal ein paar vegane Produkte kaufe oder ein bisschen mehr Obst und Gemüse kaufe. Und deswegen brauchen wir neben der Ernährungswende, also dass Menschen sich freiwillig entscheiden, ich esse was anderes, um einen Impuls nach oben zu senden, einerseits an die Wirtschaft und einerseits an die Politik, brauchen wir natürlich auch die Reaktion von der Wirtschaft und Politik, dass die das auch anders machen in Zukunft. Ja? Im Moment ist es so, dass Deutschland 13 Milliarden Euro jährlich die Tierindustrie subventioniert. 13 Milliarden Euro werden reingesteckt darin, dass wir im Supermarkt Milch, Eier und Fleisch günstig kriegen können. Wenn das nicht wäre, wäre das automatisch teurer, dann würden die Leute sowieso schon weniger essen. Aber unsere Regierung hält es für richtig, diese zerstörerische Industrie zu subventionieren, genauso wie Flugzeugbenzin subventioniert wird. Um politische Veränderungen anzustoßen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einerseits eine Petition ins Leben gerufen, die sagt, lass uns doch mal über die Mehrwertsteuer sprechen. Das ist ja auch von Cem Özdemir, auch schon unserem Landwirtschaftsminister, auch schon angestoßen worden. Aber Herr Lindner findet das nicht so sexy, weil da kommt weniger Geld rein. Deswegen sperrt er sich ein bisschen und der hat das Sagen darüber, wie die Mehrwertsteuer eingestellt wird. Aber Sie können die Petition unterstützen und vielleicht kriegen wir genug Stimmen zusammen. Also es ist nicht, das sind nicht nur wir, es gibt auch noch von Greenpeace und vom WWF ähnliche Petitionen, die werden dann nachher alle gebündelt und dem Finanzminister und dem Landwirtschaftsminister vorgelegt. Lass uns doch mal was machen. Weil wäre das nicht schön, wenn wenigstens der Mehrwertsteuersatz reflektieren würde, wie schlimm ist es denn, wenn ich mehr bezahlen muss für mehr Zerstörung, wenn ich weniger bezahlen muss für weniger Zerstörung. Das wäre eine wunderbare Lösung, die relativ leicht einzustellen ist und für den Endverbraucher und die Endverbraucherin jetzt auch nicht irgendwie das Ganze unbezahlbar machen, sodass die Menschen anfangen zu verhungern, die nicht genug Geld haben dafür. Also Mehrwertsteuersätze machen jetzt ja nicht den Hauptteil des Produktpreises aus. Auf der rechten Seite haben wir eine weltweite Kampagne, die ich auch mit unterstütze. Das nennt sich Plant-Based Treaty. Unser Slogan ist Eat Plants, Plant Trees, also esst mehr Pflanzen, damit wir Landflächen haben, wo wir Bäume pflanzen können, die dann wieder ein Zuhause für Tiere sind und die das CO2 aus der Luft ziehen. Und unser Plan ist, von Einzelpersonen wie Ihnen hier, von Firmen und Vereinen, wie vielleicht dem Bildungshaus Modexo, von Kommunen und ganzen Regierungen, Stimmen zu sammeln, mit denen wir am Ende dann an die Regierungen der Welt gehen. Also das ist eine globale Kampagne, die wird auf der ganzen Welt gerade seit 2 Jahren betrieben, damit wir den Regierungen der Welt sagen können, guck mal hier, diese Bürger, diese Firmen in deinem Land, diese Städte, diese Kommunen in deinem Land wünschen sich eine Agrar- und Ernährungswende. Bitte verhandelt weltweit einen Plant-Based Treaty, der die 3 Kernforderungen erfüllt. Erstens, Stopp der Expansion der Tierindustrie. Wir brauchen keine neuen Brandrodungen für neue Futtermittelplantagen. Wir brauchen keine neuen Schlachthäuser und keine neuen Mastanlagen. Es reicht. Das, was da ist, reicht. Wir brauchen nicht mehr. Wir müssen mehr davon. Zweitens, ein aktiver Wandel. Wir wollen die Agrar- und Ernährungswende von oben, politisch. Und zwar durch die Umsteuerung von Subventionen. Wie schön wäre es, wenn man sagen würde, die 13 Milliarden werden nicht bezahlt dafür, dass du Tiere hältst, sondern die 13 Milliarden werden bezahlt dafür, dass du von der Tierhaltung umsteigst auf Biolandbau, auf Gemüseanbau.
wie es zum Beispiel in Holland der Fall ist, die bekommen im Moment Ausstiegsprämien, leider ohne die Verbindung, was kann ich denn stattdessen machen? Also die kriegen Geld dafür, dass sie aufhören, aber das Problem ist ja, wenn die Landwirte aufhören, haben wir nichts mehr zu essen. Wir brauchen die Landwirte, nur sie müssen andere Lebensmittel produzieren, die weniger Ressourcen brauchen und weniger den Planeten zerstören. Was auch noch in eine aktive Ernährungswende reinspielen könnte, wären solche Aufklärungskampagnen, dass von der Regierung eine Aufklärungskampagne gemacht wird. Esst mehr Pflanzen, ist besser für die Zukunft, zum Beispiel. Oder Koch- und Köchinnenausbildung, dass die nur noch lernen, wie man vegan kocht und so weiter und so fort. Könnte man aktiv politisch steuern, dass das möglichst schnell funktioniert, weil wir haben nicht allzu viel Zeit. Und drittens die Renaturierung. Ich habe es eben gesagt, wir müssen eine Fläche so groß wie Afrika wieder zur Natur verwandeln. Und das wäre möglich, wenn wir uns pflanzlich ernähren, weil wir dann die Flächen nicht mehr brauchen für die Lebensmittelproduktion und die dann tatsächlich an die Natur zurückgeben können. Also das ist nicht nur Wiederaufforstung von Wäldern, das ist auch Wiedervernässung von Mooren und Renaturierung von Ökosystemen, so wie es halt da die Natur vorsieht und in der Region. Ja. Also wir wollen nicht überall Fichtenplanten pflanzen oder so. Ja, und neben den politischen Forderungen, die wir stellen können oder die Sie unterstützen können, damit wir einen politischen Wandel bekommen, gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, erstens selbst weniger Tierprodukte oder am besten gar keine Tierprodukte mehr zu konsumieren. Und wir haben da auf unserem Flyer, der liegt doch hier vorne, können Sie sich gerne nachher mitnehmen. Da steht vorne drauf, stell dir mal vor, wir würden alle weniger Tierprodukte oder gar keine mehr essen. Und auf der Rückseite steht dann würde all das passieren. Also würden wir weniger Tierprodukte konsumieren, dann können wir eine Fläche so groß wie Afrika freigeben. Könnten wir durch Wiederaufforstung CO2 binden? Könnten wir das Artensterben verlangsamen? Könnten wir die Bodenfruchtbarkeit besser erhalten? Könnten wir das Gesundheitsrisiko stark reduzieren? Pandemien kommen hauptsächlich aus der Ausbeutung von Tieren. Ne? Wenn die in der Massentierhaltung in so unhygienischen Zuständen zusammengefärbt sind und dann auch noch ständig Antibiotika reinkommen, Antibiotikaresistenzen und so weiter. Würden wir Zeit gewinnen für die Energiewende? Ich habe es eben gesagt, wenn wir die Methanemissionen reduzieren, erwärmt sich der Planet nicht so schnell, wir haben mehr Zeit, bis die Kipp-Elemente fallen. Wir könnten leichter alle Menschen satt bekommen. Wenn wir weniger Fläche brauchen, um Lebensmittel zu produzieren, können wir dementsprechend mehr produzieren, um alle Menschen satt zu bekommen. Wir könnten damit aufhören, Urwälder brandzuroden, also die Brandroden im Amazonas wäre vorbei und auch natürlich in Afrika und so weiter, in Sumatra, wofür das Palmöl geholzt wird. Wir könnten den Wasserverbrauch drastisch stellen. Wir haben es eben gesehen, Tierprodukte verbrauchen Unmengen an Wasser. Liegt hauptsächlich daran, weil die Tiere trinken. Also ich muss ja einerseits das Tier trinken und andererseits muss ich die Futtermittelplantagen bewässern. Also zum Beispiel ein Kilogramm Rindfleisch verbraucht 15.000 Liter Wasser pro Kilogramm. Wir könnten die Treibhausgasemissionen erheblich senken. Es müssten keine Menschen mehr Tiere töten. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, denn in den Schlachthäusern dieser Welt werden die Menschen ausgebeutet und müssen in unserem Auftrag, weil wir gerne einen Schnitzel auf den Grill legen würden, oder was regt man auf den Grill, ein Steak auf den Grill legen würden, Tiere töten. Und das ist psychisch sehr belastend und sie werden finanziell ausgebeutet, häufig osteuropäische Mitarbeiter, Sie kennen vielleicht die Skandale von Tönnies. Ich habe beim Straßenaktivismus schon mit vielen Menschen gesprochen, die in Schlachthäusern und solchen Betrieben gearbeitet haben, die auf uns zukommen, weil die sehen, das Thema berührt meinen Beruf. Und viele haben mir davon berichtet, wie sie dieser Job kaputt gemacht hat. Einer stand vor mir und sagte, siehst du diese Hände? Mit denen habe ich 30.000 Schweine getötet. Manchmal habe ich das Gefühl, ich möchte sie mir abschneiden. Ein anderer, völlig auf Drogen, sagte, ich bin drogenabhängig geworden, weil ich beruflich Tiere töten musste, weil ich es nüchtern einfach nicht mehr ertragen habe. Und ein anderer hat mir erzählt, ich habe mal bei Tönnies gearbeitet, da kriegst du morgens als erstes eine Pulle Schnaps, damit du den Tag durchstehst. Also es ist wirklich, auch Menschen werden
verschlissen, weil wir uns mit Tierprodukten ernähren wollen. Und auch die Landwirte, ich kenne einige Landwirte, die umgestellt haben auf Pflanzenbau, weil sie sagen, ich kann es nicht mehr ertragen, dass ich die Tiere, die ich ihr Leben lang hier aufgezogen habe und versucht habe, ihnen möglichst irgendwie ein artgerechtes Leben zu machen, die dann zum Schlachthaus zu bringen, bringe ich nicht mehr übers Herz. Also auch die leiden da psychisch unter. So, und wir könnten auf dieser Erde vielleicht überleben. Das wäre doch eine schöne Sache. Ich bin damit am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Kommt und singt mit uns im Chor und lasst uns tanzen. Denn alles Leben retten wir mit Pflanzen.